Heute habe ich ein bisschen was vor. Zum einen muss ich ein paar Besorgungen machen, zum zweiten möchte ich unbedingt noch etwas testen und zum dritten möchte ich vielleicht sogar noch eine kleine Shopping-Tour/Update machen. Also ich würde sagen, red mal gar nicht lange um den heißen Brei. Los geht's! Into Bauhaus we go. Jo, let's do it. Also ich brauche auf jeden Fall eine neue Cappy. Die andere hatte ich versifft. Hier haben wir schon LXL. Youth. Ach, hier oben. Okay. 12,95 passt. Bei Amazon kostet die bloß 1 Euro mehr. Okay. So, dann brauche ich eigentlich noch ein Klebeband in Schwarz. Und hier gibt es Superkraftband in Rot und auch in Weiß. Hier gibt es Superkraftband in Schwarz. Aber ich glaube, so ein Kabelisolierband reicht auch für 1,50. Weihnachtsdekorationen gibt es auch schon ohne Ende. Aber da machen wir uns ein anderes Mal dran. Heute haben wir keine Zeit dafür. So, also wunderbar. Meine zwei Sachen habe ich gefunden. Zum einen eine Cappy. Ja, weil die hier habe ich schon sehr verschwitzt. Die wasche ich dann eigentlich immer auch in der Waschmaschine. Nur dann fallen die immer ein bisschen zusammen. Und fürs Wochenende braucht man eine vernünftige Cappy, also habe ich mir jetzt die hier besorgt aus dem Bauhaus und dann habe ich mir noch ein schwarzes Isolierband mitgenommen. Das kommt dann heute wahrscheinlich sogar noch im Verlauf des Videos zum Einsatz. So, meine lieben Freunde, ich bin jetzt hier draußen am Friedberger Baggersee. Eigentlich sah es danach aus, dass die Sonne rauskommt. Jetzt zieht hier aber gerade das eklige Wetter her. Also müssen wir uns ein wenig beeilen. Ich bin hier, weil ich ein neues Funkmikrofon testen möchte. Und wie das Ganze bei mir ankam, das seht ihr jetzt in einem Quick Unboxing Video. Und dieses kleine Set habe ich auch dabei. Das möchte ich jetzt an meine Kamera anbringen. Was ihr jetzt hört, ist das Mikrofon hier vor meinem Stick. Den halte ich die ganze Zeit hier außer Bild. Aber ich schalte mal um und dann habt ihr hier mal, ja, wie der Stick hier aufnimmt vom DJI Mic. Und ich habe mir auf jeden Fall hier so ein anderes Kamera-Funksystem jetzt bestellt. Das ist in dem kleinen Koffer drin und das möchte ich testen, denn Manuel geht ja demnächst öfter auf Reisen und damit ist man wesentlich mobiler. Also schauen wir mal, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Und gerade heute ist auch nicht nur das Wetter, das jetzt schlecht aufzieht, sondern hinter mir ein Typ, der hier die Laubblätter wegmacht. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Somit haben wir hier gleich mal einen richtigen Hardcore-Einsatztest, so wie das auch im Extremfall vielleicht mal ausgehen kann. Man hat ja nicht immer die besten Bedingungen beim Aufnehmen. Für den Stick hier habe ich noch so einen kleinen Selfie-Stick dabei. Da stelle ich das Ganze jetzt erstmal drauf. Einmal klatschen für die Synchronisation nachher. Und wie ihr sehen konntet, habe ich hier ein kleines Amazon-Päckchen dabei. Das brauche ich jetzt hierfür und dachte mir, da machen wir gleich hier draußen noch ein Unboxing. So, Quick Unboxing. Schmeißen wir mal auf den Boden. Ich heb's natürlich nachher auf. Dann haben wir hier zwei Sachen drin, zwei Elemente. Hab mal die Kamera etwas heller geschaltet. Ich denke, jetzt kann man es ganz gut erkennen. Das ist eine Platte. Ja, die kommt aufs Stativ hier in die Mitte geschraubt und dann kann man hier die Kamera dran machen und hier drüben noch was anderes festschrauben, was man denn möchte, eine zweite Kamera, Mikrofon oder sonstiges. Und passend dazu habe ich mir noch so einen Hot-Schuh geholt. Ja, so schaut das fertig zusammengeschraubt aus. Hier kommt jetzt die Kamera drauf und hier
an diesen extra Hot-Schuh kommt jetzt der Empfänger für dieses Funkmikrofon drauf. Warum? Das seht ihr gleich. So, und jetzt seht ihr auch, warum das Ganze. Ich schalte mal über auf den Stick. Ihr hört jetzt auch noch das Mikrofon von dem Stick. Ich habe hier schon das andere Funkmikrofon an. Da schalten wir gleich dazu. Ich zeige euch jetzt eben hier mal diesen Aufbau. Also wir haben die Kamera hier, ja, und dann haben wir hier den Empfänger. Und der Empfänger kommt jetzt hier auf diesen Hot-Schuh drauf. Ja. Der kommt dann so rein und dann ist der hier fest. Normalerweise hat die Kamera, ja, ich versuche das mal zu zeigen, hier oben auch einen Hot-Schuh. Ja, da gehört der Blitz drauf. Da passt es eigentlich auch drauf, aber ihr seht es schon, dann hast du das Problem, du kannst das Display nicht nach oben klappen. Es gibt Kameras, da kann man das Display zur Seite klappen. Funktioniert bei Canon leider nicht und deswegen muss man den Umweg hier gehen über diesen Hot-Schuh. Extra auf dieser Platte, dann kommt es hier nach oben und dann passt es. Ja, und jetzt schalte den aus und jetzt haben wir eben das Mikrofon, was hier dran ist, mit diesem Puschel auch und ihr hört eben die Qualität des Funkmikrofons. Ich möchte jetzt allerdings noch ein bisschen die Reichweite testen, deswegen bin ich auch hier draußen. Das heißt 50 Meter, ja, so weit geht das Ganze und ob das Ganze wirklich 50 Meter geht und wie sich das dann noch anhört, das testen wir jetzt ganz schnell. Also dann würde ich mal sagen, bewege ich mich langsam nach hinten. Ich habe ja noch so ein bisschen den Blick hier auf dieses Mikrofon. Und ich gehe hier im Regen und es regnet immer noch. Und ich stehe jetzt hier ganz weit weg und noch weiter weg. Ich kann ja auch das Mikrofon hier in die Hand nehmen. Ja, ich habe hier einen Ausschlag. Und dann können wir auch mal gucken, wie sich das anhört, wenn man es in die Hand nimmt. Also ich bin jetzt hier schon eine gute Strecke weg. Ja, am Mikrofon habe ich selbstverständlich einen Ausschlag, aber ob ich jetzt hier noch einen Ausschlag habe und einen Ton an der Kamera, das wird sich dann zeigen, wie weit die Reichweite von dem Mikrofon geht. Ich muss nicht weit aufnehmen können und wenn da jemand nichts zum Feststecken hat, dann kann es auch in die Hand nehmen. Wichtig ist ja, dass der Ton passt, ja, und der dürfte eigentlich hier bei diesem Mikrofon passen, laut Ausschlag. Hier haben wir dann noch die wunderschöne Aussicht am Friedberger Baggersee. Im Sommer sehr belebt und beliebt. Toller See aber. Und hier kann man auch Wasserski fahren und lauter coole Aktivitäten, wie auch im Biergarten sitzen, spazieren gehen im Herbst, wunderbar. Hier kann man sich's richtig gut gehen lassen und abschalten. Also meine Freunde, so viel einmal dazu. Wir haben noch ein bisschen was vor, also weiter geht's. Wahnsinn, oder? Einmal komme ich hier raus, dann machen die so einen Lärm. Ja. Und ich glaube, die denken sich das auch. Muss der Penner genau jetzt kommen, wo wir hier sauber machen, weil alles ums Auto drumherum ist hier schon weg an Blättern. Nur ich stehe im Weg. Also beruht auf Gegenseitigkeit, meine Freunde. Der zweite Grund, warum ich hier rausgefahren bin, ist, dass hier direkt gegenüber von diesem Baggersee eben der Saturnmarkt in Friedberg ist. Da waren wir ja letzte Woche. Und da gab es ja ein paar reduzierte Filme und dementsprechend möchte ich heute noch mal gucken. Vielleicht ist was Neues mit dazu gekommen, vielleicht gibt es auch was Neues, Interessantes. Also schauen wir mal. So, und da sind wir dann auch schon am Saturnmarkt. Yeah. Cool, wie es ausschaut, gibt es hier schon Black Friday Deals ab sofort in unserem Markt. Okay, also gucken wir mal, hier haben wir Watchmen Titans of Cult, 2,40,99.
So, 34. Red Sonja. Jetzt müsste man nur wissen, ob das hier die beschädigte Version ist oder nicht. Ah, guck mal, was die sogar hier haben. Der Pate. Sehr schöne Steelbox, aber ihr habt es gesehen, meine waren leider alle zerkratzt. Also habe ich sie komplett zurückgeschickt. Das war es mir nicht wert. Bullet Train habe ich mir mitgenommen. Zuletzt bei meiner Tour bei Redeemer. Jackie Chan haben wir hier dann noch im Mediabook. Stehlende Adler 2, Soldier Boys. Oh, auch ein seltenes Steelbook. Mittlerweile sieht man kaum noch in irgendwelche Läden. Spider-Man Far From Home, 16,99. Geht eigentlich hier vom Preis. Pancho Villa Reitet haben wir hier. Hier drüben hat man sogar noch irgendwo Veracruz. Von Cape Light im Mediabook. Powerplay. Okay. Phase 4. Paper Tigers. Also Cape Light ist immer ganz gut vertreten mit den Mediabooks. Das passt. Midway auch nichts. Ja, da sage ich schon mal hier Van Damme, auch im Mediabook. Mit Stillender Faust. Aber so arg viel neue Sachen sind hier nicht irgendwie da. Atomic Eden in der Keepkiss-Variante. Okay. Der Einsame aus dem Westen. Jo. Jo, und hier sind wir dann bei den Tischen. Wie es ausschaut, neu sortiert. Vielleicht findet man ja was Neues. Old, 10 Euro, die 4K. Nicht schlecht. Lindenberg. Knives Out, ein 5er. 5 Euro. Auch 5 Euro, Last Night in Soho, kann sich sehen lassen. Many Saints of Newark, auch 5 Euro, auch gut. War letzte Woche alles nicht da. The Green Knight, 7 Euro. Das ist wieder für ein Scheiß hier. Okay. Purge. Was ist denn das? Hannibal Brooks. Okay, dann haben wir hier noch DVDs jede Menge. Hier haben wir noch ein paar Blu-rays. Das Geisterschloss, schau mal an, 5 Euro. Chucky, Child's Play, auch 5 Euro. Das Remake, Midsommar, kostet auch 5 Euro, nicht schlecht. Lassie, hier auch für 5 Euro da. Sniper, Anti-Life, also verstehe ich nicht, aber gut. Warum das noch 8 Euro kostet, die könnten sie auch ruhig auf 5 reduzieren. Tor. Den hatten wir letzte Woche schon. Ja, die hier auch. Was gibt's hier noch? Hier was für Anime-Fans. Oh, schon mal hier, auch neu. No Country for Old Men. 4 Euro die Blu-ray. Sehr stark. Blood Thirsty. Jawohl. Dann hier, da waren es nur noch 2. Habe ich schon vorgestellt. Monster Hunter, ein 10er. Conjuring 7 Euro, nur die 4K. Wow. Killer's Bodyguard, die 4K, auch nur 7 Euro. Rats on a Train, warum nicht 3 Euro? Okay, also man sieht es, hier gibt es noch ein paar Angebote. Ich werde mal hier noch ein bisschen weiter durchgucken. Da drüben geht es ja noch weiter. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch mitnehmen heute. Dann gucken wir uns noch mein Film-Update an. Hier haben wir Scary Stories to Tell in the Dark von Guillermo del Toro. Diesen Film habe ich euch schon mal in einem Horror-Oktober vorgestellt. Der war richtig cool, hat mir sehr gut gefallen und zu einem Preis von 5 Euro habe ich den dann mitgenommen in meine Sammlung. Dann gucken wir mal, ob der ein Wendecover hat. Jo, und wie wir sehen können, hat der Film auch ein Wendecover. Wunderbar. Dann habe ich mir noch mitgenommen Bloodthirsty. Hier haben wir auch einen Preis von 5 Euro gehabt für die Blu-ray. Ja, fand ich auch einen super Preis.
Der Film ist ja erst vor kurzem erschienen, von daher hier 5 Euro kann man mal machen. Und wie wir sehen können, haben wir hier auch ein Wendecover. Das passt. Dann habe ich mir noch mitgenommen Matrix in der Titans of Cult Edition. Hatte ich schon letzte Woche da gesehen. Diese Woche war sie noch da, habe ich sie mitgenommen für 20 Euro. Letzte Woche wäre man da auch über Budget gewesen. Habe es darauf ankommen lassen und so ist es manchmal. Manchmal ist es weg, manchmal ist es noch da. Und in meinem Falle war sie noch da. Alles wunderbar. Deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt einmal an. Wir haben hier ein paar Klebestreifen drauf. Mann, ist das ätzend. Ey, mit ihren scheiß Klebedrecksdingern, ehrlich wahr. So, jetzt haben wir das Ganze mal weg. Dann haben wir hier die Rückseite des technischen Datenblattes und die ganzen technischen Spezifikationen könnt ihr hier ablesen. Ah, und hier unten eben noch Titans of Cult 3-Disc-Set, Matrix auf 4K Ultra HD und Blu-ray, limitiertes Steelbook, exklusiver Pin und Magnet. Dann gucken wir mal. Also so schaut hier dieser Schuber aus. Das kennen wir ja auch schon von anderen Editionen. Okay, hier unten haben wir noch das Logo mit drauf. Dann machen wir das mal auf. So. Dann haben wir hier jetzt, wie es aussieht, diesen Pin. Okay. So schaut der aus. So die Rückseite. Oh, das ist der Magnet. Boah, der ist aber fest drauf. Lecco Mio hier, okay. Der ist auf dem Steelbook drauf. Und hier haben wir dann das Steelbook selbst. Hat ein paar Metallic-Effekte, wie man das sehen kann, ja. Ist aber matt gehalten. Ein Titel drauf. In der Mitte haben wir noch ein bisschen so Metallic-Effekte. Dann haben wir hier den Spine. In der Mitte der Titel. Oben Titans of Cult und unten Warner Brothers. Und dann haben wir hier die Rückseite. Und ja, da kommt dieser Effekt schon etwas besser zum Vorschein, wie wir das sehen können. Hier. Okay, typisch wieder die Credits. Wie soll es auch anders sein? Können wir das Ganze aufmachen hier. Dann haben wir hier die 4K-Scheibe. Hier haben wir dann die Blu-ray. Und da drüben haben wir dann die Specials. Ja, und hier haben wir dann den Innenprint. Der Innenprint ist nicht schlecht gemacht. Hier drüben ein bisschen nah dran am Spine, aber ansonsten wohl überlegt. Ja, dass hier die Charaktere auf der einen Seite sind und hier nicht in der Mitte durchtrennt werden oder so. Das kann man natürlich sagen, ja, man sieht die Charaktere trotzdem nicht, weil da die Specials drin sind. Aber okay, ich finde, der Innenprint, der ist schon auf jeden Fall in Ordnung. Hier seht ihr dann noch mein externes Audioaufnahmegerät. Daran ist jetzt gerade so ein Lavalier-Mic geschlossen und damit nehme ich jetzt meinen Sound auf, wenn ich meine Unboxings drehe, denn die Kamera, die CV1 hier, die hat leider keinen Anschluss für ein externes Mikrofon und dementsprechend muss ich den Weg jetzt über so ein externes Mikrofon immer gehen, das Ganze dann am PC synchronisieren. Den kann man auch so super mitnehmen und auch mit diesem Gerät ganz alleine aufnehmen. Das passt auch, aber mit so einem Lav-Mic funktioniert das alles wunderbar, hört sich super an.
und kann man auch mobil mitnehmen. Das ist jetzt egal, ob man hier mit einem Handy aufnimmt oder mit dem Gerät. Mit dem kann man noch viel mehr machen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall ist der schon ein paar Tage alt und wie man sehen kann, löst sich hier schon das eine oder andere. Und deswegen habe ich mir jetzt hier noch dieses schwarze Kabelisolierband geholt. Denn es muss nicht gut ausschauen, es muss nur funktionieren. Nur es sollte dann nicht dementsprechend beim Einsatz auseinanderfallen. Einmal rum, alles neipressen. So. Okay, dann haben wir es jetzt einmal drumrum, wie es ausschaut. Funktioniert das Ganze. So hässlich ist es jetzt auch nicht. Und wird auf jeden Fall noch eine Weile halten. Und das ist das Wichtigste. Aber meine lieben Filmfreunde, das war noch nicht alles. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir noch den Saturn Adventskalender mitgenommen hier. Ja, muss bloß gucken, weil es arg spiegelt. Den gab es für 15 Euro und da sind angeblich auch ein paar Gutscheine mit dabei und auch noch etwas Schokolade. Spiel, Spaß, Spannung. Mal was anderes habe ich mir gedacht, ja, als das Übliche hier zu Weihnachten, zur Adventszeit und mal gucken, vielleicht stauben wir da noch ein paar richtig coole Gutscheine ab und dementsprechend können wir dann auch wieder das ein oder andere Update tätigen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine Freunde, auf bald und Servus.